Herzlich willkommen bei Cremissima. Mit fortschreitendem Alter wird jeder von uns früher oder später vor dieses Problem gestellt. Die Haut wird plötzlich fahler, Pigmentflecken werden sichtbar, Fältchen entstehen. Die Haut wirkt trocken. Alles Dinge, die wir nicht mögen. Aber gegen die wir zum Glück etwas unternehmen können. In diesem Video möchte ich euch daher meine drei Top-Empfehlungen gegen genau diese altersbedingten Hauterscheinungen zeigen. Kommen wir also zu meiner ersten Empfehlung. Alpha-Hydroxysäure, kurz AHA genannt, wobei Glykolsäure wohl die bekannteste ihrer Art ist. Einige von euch werden den Namen sicherlich schon in Verbindung mit Hauterneuerung oder Säurepeelings gehört haben. Glykolsäure, traditionell aus Zuckerrohr gewonnen oder synthetisch hergestellt, hat in der Hautpflege richtig gute Ergebnisse gezeigt. Doch was macht Glykolsäure denn so besonders? Ihre Hauptstärke liegt in der Fähigkeit, die Haut sanft zu peelen. Dabei befreit sie die Haut von abgestorbenen oberflächlichen Zellen, unterstützt die Zellregeneration und fördert die Kollagenbildung. Das Ergebnis? Ein ebenmäßiger, strahlender und verjüngter Teint. Aber warum ist sie denn so effektiv? Das liegt an der kleinen Molekülgröße der Glykolsäure, die es ihr ermöglicht, tiefer in die Haut einzudringen und dort zu wirken. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, kann ich Produkte mit einem Gehalt von 5-10% Glykolsäure empfehlen, denn diese sind ideal für eine regelmäßige Anwendung, 1-2 Mal pro Woche, bevorzugt abends und sind zugleich hautschonend, je nach Hauttyp. Aber wie immer gilt auch hier, wie bei allen Hautpflegemaßnahmen, weniger ist manchmal mehr. Bei Rötungen, Reizungen oder starker Trockenheit sollte die Anwendung reduziert oder auch vorübergehend gestoppt werden. Und das bringt mich dann nämlich zu meinem Tipp Nummer 2. Insbesondere für diejenigen unter euch, die empfindlicher auf Säuren oder auch Retinol oder andere chemische Peelings reagieren. Den Polyhydroxysäuren, PHA. PHA sind übrigens mein persönlicher Favorit unter den chemischen Peelings. Warum? Ihre Molekülgröße ist größer als die von Alpha-Hydroxysäuren, wodurch sie weniger tief in die Haut eindringen. Und deshalb fördern sie noch sanfter die Abschuppung abgestorbener Hautzellen und reduzieren das Risiko von Hautreizungen. Sie sind jedoch keineswegs weniger effektiv. Polyhydroxysäuren sind nämlich auch effektive Feuchtigkeitsspender und besitzen hydrophile, also wasserliebende Eigenschaften. Und das bedeutet, dass sie Wasser anziehen und in der Haut binden können. Und sie werden auch aus natürlichen Quellen gewonnen. Zum Beispiel wird Gluconolacton, das ist eine Bezeichnung, die ihr in den Inhaltsstoffen eines Kosmetikprodukts finden könnt, aus Mais oder anderen Pflanzen hergestellt, während Lactobionsäure aus Milchzucker, also Laktose, gewonnen wird. Ein kleiner Hinweis für euch, für euren nächsten Einkauf, haltet einfach mal Ausschau nach Inhaltsstoffen wie Gluconolacton oder Lactobionsäure, denn das sind typische PHA, die eurer Haut richtig gut tun werden. Und da es ja um einen strahlenden, frischen Teint geht, dürfen wir Vitamin C nicht vergessen. Mein Tipp Nummer 3. Vitamin C ist natürlich kein chemisches Peeling, aber dieses tolle Antioxidans kann die Haut ebenfalls ordentlich revitalisieren, indem es tief in die Haut eindringt, vor allem in Formen wie L-Ascorbinsäure. Es dient nicht nur als Booster für die Kollagenproduktion, sondern auch als absolut wirksames Schutzschild gegen freie Radikale. Und für diejenigen unter euch, die Pigmentflecken ausgleichen möchten, kann Vitamin C ebenfalls helfen und den Hautton insgesamt verbessern. Die Haut sieht einfach wieder frischer und vitaler aus. Ein kleiner Tipp, eine Konzentration von 15% eignet sich hervorragend für normale Haut, wohingegen 10% für empfindlichere Hauttypen ideal sein können. Kurz zusammengefasst sind Alpha-Hydroxysäuren und Polyhydroxysäuren sowie das kraftvolle Vitamin C aus meiner Sicht sehr wirkungsvolle Mittel gegen die Hautalterung. Und das Beste daran, ihr könnt diese Wirkstoffe bequem zu Hause nutzen. Ihr seht also, mit den richtigen Pflegeprodukten oder Maßnahmen könnt ihr eure Haut wieder zum Strahlen bringen. Und das Wichtigste, dieser frische Kick für eure Haut ist bei regelmäßiger Anwendung kein leeres Versprechen. Im Laufe der Zeit nimmt die natürliche Zellerneuerung ab, was zu einem fahlen Teint führen kann. Ganz normal. Um diese Erneuerung
der Haut. Zu unterstützen setzen genau diese chemischen Peelings und das stimulierende Vitamin C an, indem sie die Hauterneuerung ankurbeln. Ihr fragt euch jetzt sicher, welche AHA- oder PHA-Produkte oder welches Vitamin-C-Serum empfehle ich eigentlich? Schaut einfach auf meiner Seite cremesima.de vorbei. Dort habe ich einige Produkte gelistet, mit denen ich persönlich super Erfahrungen gemacht habe, inklusive Tipps zur Anwendung und Hintergrundinfos. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Lieben Dank, dass ihr dabei wart. Viel Spaß beim Peelen und Pflegen eurer Haut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.